Trolltest.de. Moin, hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Art von Video, die ihr demnächst und wahrscheinlich auch in Zukunft, ja, demnächst oder in Zukunft, sehr schön, super Start. Ja gut, auf Trolltest.de finden werdet. Und zwar habe ich von einem meiner Leser eine Anregung bekommen. Er hat sich gewünscht, ich solle doch ein paar mehr Videos veröffentlichen innerhalb kürzerer Zeit. Jetzt habe ich natürlich folgendes Problem. Ich teste Videospiele auf Trolltest.de, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt. Und da gibt es zwischen Start, dem First Impression Video und dem Ende, dem Fazitvideo, im Grunde nur relativ wenig Videomaterial, theoretisch. Denn was mache ich zwischen Start und Ziel? Ich teste das Videospiel. Und deswegen habe ich mir gedacht, beziehungsweise zusammen mit dem Leser die folgende Idee entwickelt: Ich mache eine Art Let's Play-Geschichte. Ihr könnt praktisch direkt mit dabei sein, wie ich jetzt hier Spiele teste. Ist das klasse? Das ist großartig, oder? Ja gut, das ist jetzt eine rhetorische Frage. Ich erwarte kein Feedback darauf. Gut, ja, was haben wir hier? A Game of Dwarves haben wir hier. Das ist ein Strategie-Dungeon-Aufbauspiel im Stil von alten Klassikern wie Dungeon Keeper. Ja, das ist im Grunde das Spiel, das dieses Genre geprägt hat. Und es ist ein bisschen ruhig geworden um die ganze Dungeon Keeper-Geschichte. Zum Glück scheint es jetzt in letzter Zeit ein paar, mehrere Titel zu geben, die jetzt versuchen, in diese frei gewordene Nische reinzuspringen. Einer davon ist jetzt Game of Dwarves. Da fässt sich sogar der König hier im Hintergrund an den Kopf. Game of Dwarves, da schon wieder. Ja, komm, jetzt lass mir ein bisschen Zeit. Ein anderes wird in naher Zukunft Empire sein. Das werde ich mir vielleicht auch anschauen. Dazu vielleicht später noch mehr. Vielleicht auch nicht. Wir werden sehen, wir werden sehen. Gut, was wir jetzt machen werden, wenn ihr jetzt immer noch da seid. Ihr habt die Möglichkeit, natürlich jederzeit zum Gameplay zu springen. Der Gameplay-Button ist unten rechts zu finden. Allerdings, wenn ihr das nicht getan habt, dann seid ihr jetzt noch hier und wollten wir zusammen hier die ganzen Einstellungsmöglichkeiten anschauen, die es so gibt. So habt ihr hier die Möglichkeit, eine Kampagne zu spielen, praktisch eine Art Story-Mode, das freie Spiel, eine Art Endlos-Modus. Es gibt Optionen, es gibt einen Shop mit wirkende Credits und den Beenden-Button. Den klicken wir jetzt nicht, stattdessen gehen wir auf die Optionen. Ihr habt hier die Möglichkeit, jede Menge Tasten zu belegen und eigene Wünsche einzustellen. Ihr habt hier Grafikeinstellungen. Hier gibt es klassische 16:9 Auflösungen, aber auch für 16:10 Monitore ist gesorgt und auch 4:3 Auflösungen. Falls ihr einen 4:3 Monitor haben solltet, dann habt ihr auch dafür hier eine Auflösung zur Verfügung. Ihr könnt im Vollbild und im Desktop Fenstermodus spielen und ihr könnt hier die Grafikqualität runter bzw. hochdrehen. Außerdem bietet euch A Game of Dwarves die Möglichkeit, VSync zu aktivieren. Ich würde euch generell empfehlen, bei Videospielen, wenn ihr den VSync-Button findet, erstmal die Finger davon zu lassen. Macht ihn nicht an, es sei denn, ihr kriegt im Spiel merkwürdige Darstellungsschwierigkeiten, dann versucht mit dem VSync-Button dagegen anzuarbeiten, aber von vornherein würde ich dort die Checkbugs immer unangecheckt lassen, an eurer Stelle. So als kleiner Nebentipp. Es gibt Soundeffektmöglichkeiten der Einstellung. Ja, das ist doch mal eine interessante Art der Umschreibung. Ihr habt hier einmal den Meisterregler für die Gesamtlautstärke. Das ist im Grund, ja, die Gesamtlautstärke, genau. Und ihr habt hier die Möglichkeit, Effekte, Musik, Sprache und Umgebungsgeräusche separat einzustellen. Und zwar in einzelnen Prozentschritten, ganz wie ihr wollt. Ich habe jetzt die Musik ein bisschen höher gedreht als den Rest, denn ich mag es eigentlich ganz gern, wenn die Musik ein bisschen lauter klimpert, als die Effekte sind. Und dann habt ihr noch hier die Möglichkeit, die Sprache zu wählen. Es stehen zur Auswahl Deutsch und Englisch, wobei gesagt werden muss, die Sprachausgabe, sofern ihr mit welcher konfrontiert werden solltet, ist diese weiterhin auf Englisch. Und alle
geschriebenen Worte, die das Spiel euch so bietet, zumindest soweit ich das bis jetzt behaupten kann. Ich habe bis jetzt noch nicht so viel gesehen. Ich habe bis jetzt nur das Tutorial angeguckt. Alle geschriebenen Worte waren bis jetzt auf Deutsch zu finden. So, was haben wir noch? Wir haben hier einen Shop. Einen Shop in einem Kaufspiel. Das lässt schon mal... Ja, es... Es gibt einen ganz, ganz kleinen, seltsamen Nachgeschmack bei einem Shop in einem Kaufspiel. Aber gut, das Kaufspiel ist jetzt auch relativ günstig. Wer weiß. Was haben Sie bis jetzt? Es gibt hier die Möglichkeit, diese kleinen Gratis-Gemälde als Zusatz-DLC dazu zu kaufen. Reine Optik im Moment. Als Vorbesteller bekommt ihr zudem den Ale-DLC. Ale, das ist so eine Art Bier für die, die das jetzt nicht kennen sollten. Den gibt es für Vorbesteller gratis mit dazu. Oh, guck mal, da unten weisen sie auch noch gleich auf die Free Paintings hin, die sie hier im Shop anbieten. Das ist doch nett. Gut, damit bin ich auch gleich Lügen gestraft worden. Hier unten, der Slider ist weiterhin auf Englisch. Gut. Ist jetzt... Na, ich lerne jetzt hier praktisch mit euch zusammen das Spiel kennen. So Kleinigkeiten, die werden sich jetzt im Laufe des Tests dann auch für mich dann erschließen. Ja, wie gesagt, also ihr habt hier die Möglichkeit, diese kleinen Gemälde als Zusatzcontent zu kaufen, beziehungsweise gratis dazu zu bekommen. Und als Vorbesteller erhaltet ihr natürlich jetzt noch den Ale DLC, zumindest theoretisch. Steam ist der Meinung, dass ich den Ale DLC ständig, also sobald ich das Spiel installiere, auch den Ale DLC mit installiere. Ich sehe ihn allerdings hier jetzt noch nicht. Da werde ich mich schlau machen, da werde ich hinterher dann noch herausfinden, wie das dann so ist. Wie gesagt, ihr habt hier die Möglichkeit, das freie Spiel, eine Art Endlosmodus, nehme ich an, zu spielen, sowie in die Kampagne, in die Story rein zu joinen, über die Kampagne. Ja, ich hatte hier bereits einen neuen Spielstand angelegt. Hier müsst ihr schon mal vorsichtig sein, das ist mir vorhin passiert. Und zwar bin ich, nachdem ich das Tutorial gestartet und abgeschossen hatte, ich bin erfolgreich durch das Tutorial durchgegangen, hier auf den Kampagne-Zurücksetzen-Button gekommen. Und damit habe ich die Kampagne zurückgesetzt, hier praktisch meinen kompletten Save-Game gelöscht. Er fragt mich zwar nochmal, ob ich das wirklich machen möchte, aber da habe ich jetzt einfach mal Kampagne zurücksetzen geklickt, auf Ja annehmen geklickt und sofort war meine Kampagne weg. Wenn ihr starten wollt, drückt ihr hier auf die Kampagne, die ihr starten wollt. Und geht dann auf den großen Button hier unten, der Start heißt. Macht euch auch durchaus Sinn. Also, nicht auf Kampagne zurücksetzen klicken, sondern auf Start. So, erster Tipp. Und den ersten Namen. Wir geben ein Review Troll für den Trolltest. Das bin ich. Das bin ich übrigens auch auf der Seite, falls ihr euch schon mal gewundert haben solltet. Hier gibt es jetzt ein kleines Video. Ich halte den Mund und lasse euch das einfach mal anschauen. Viel Spaß! Somewhere around here, I mean. And this very mountain, the first dwarves entered this world. The dwarves had unlimited ambition and the talent for whatever they set their minds to. They dug through mountains, built wondrous artifacts and structures, and had a courage of steel to face the fiercest of monsters. And win. On their way to glory, they encountered other races, such as the nimble elves and the mighty dragons. With their help, soon the dwarves had spread far from their homeland and created a vast kingdom. But that was a long time ago, and I was merely ancient back then. In the end, it was due to change. They came from the unknown regions of the north. Mages. The dwarves had never seen anything like them. They wielded powerful energies called magic and brought with them terrible creatures that seemed to hate the very world itself. Even so, the dwarves offered their hand in friendship,
But the mages had no such intentions. They struck out against the dwarves, and soon the Great Dark Magic War had begun. The dragons flew to help the dwarves, but the mages were so powerful that they managed to strike the dragons down from the sky, destroying them. The elves fled the lands to let the dwarves fight for themselves. The noble dwarves fought long and hard for their survival against the ruthless mages and the terrible destruction they brought in their wake. With no one to help, the dwarves were pushed back. Dad, you told this story dozens of times already. It's not real. There are no mages or dragons, and we don't even have a great kingdom laying around. This is boring to listen to again. I don't know. But soon, the dwarves will rise again, and they will build a civilization worthy of their stolen glory! Dad, are you talking to yourself again? No. A Game of Dwarves. Seid ihr noch da? Sehr schön. Ja, gut. Ihr habt jetzt einen kleinen Hintergrundeinblick bekommen. Und zwar auf die Welt, wie der große Zwergen, der kleine Zwergen, der Zwergenkönig die Welt sieht. Den spielt ihr nicht. Ihr spielt seinen Sohn, den Verzogenen, der einfach mitten in der Vorstellung abhaut. Ihn hier. I'm the prince and you will hear me. He is the prince. And we will hear him. Put down the ale and listen. Put down the ale and listen, sagt er. Ja, also hier gibt es noch ein paar Informationen. Und zwar sagt jetzt hier der König, den ihr dort oben seht, seinem Sohn, dass er gefälligst, weil er ein verzogener Drecksbalg ist, sich jetzt gefälligst aufmachen soll und sein eigenes Zwergenreich gründen. Um mal zu sehen, wie das ist. Für so einen Zwergenkönig, der mal auf sich allein gestellt ist, ja? Wenn wir ihm dabei helfen, ja, wir haben keine andere Wahl. Wenn wir A Game of Dwarves spielen wollen, dann müssen wir ihm hier, diesem verzogenen Bengel mit seinem langen roten Bart, dabei helfen, sein eigenes Zwergenkönigreich aufzubauen. So, das ist der Startbildschirm. Das ist die... Ups, was ist denn da gerade durch Bild geflogen auf der rechten Seite? Habt ihr das gesehen? Na gut, wie dem auch sei, vielleicht ist es auch nur eine Einbildung gewesen. Das hier ist die gesamte Spielwelt von A Game of Dwarves. Ihr habt hier einmal die Möglichkeit, das Tutorial zu spielen. Das habe ich bereits gemacht. Und ich werde gleich dort hineinspringen. Vorher schauen wir uns noch mal die Karte an. Die ist recht groß. Und da oben ist sie anscheinend noch nicht ganz fertig. Da gibt es also durchaus, würde ich jetzt einfach mal behaupten, Potenzial für weiteren Content. Yeah! Also, um jetzt völlig unvoreingenommen an die Sache ranzugehen. Ja, gut, dann machen wir es jetzt einfach so. Wir machen einen kleinen Cut. Ihr könnt ins nächste Video reinspringen. Und dort gibt es dann auch endlich Gameplay für euch. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß. Macht's gut, bis gleich. Ciao! Trolltest.de